Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Info-Video. Es gibt Neuigkeiten zur zweiten Season und dem dazugehörigen Battle Pass und ab nächster Woche startet ein Event, was 2 Wochen lang gehen soll. Alle Einzelheiten, die ich dazu für euch habe, nach dem Intro. Where's my money, bitch? Kommen wir als erstes zu dem Event, was ich angesprochen habe. Nächste Woche Dienstag geht's los. Das Event geht genau 2 Wochen. Erster Inhalt des Events wird es sein, dass es eine Apex Elite Warteschlange gibt. Was genau das ist, kann ich euch erklären. Ihr startet eine Runde, schafft es dort in die Top 5. Danach kommt ihr in die sogenannte Apex Elite Warteschlange und da wird es so sein, dass die Folgerunde dann nur aus Gegnern besteht, die es auch in die Top 5 geschafft haben. Das heißt, ihr trefft eigentlich quasi immer nur auf die Besten. Ich nehme mal an, das wird so eine Art K.O.-Phase sein, wie bei der Champions League zum Beispiel. Wie lange sich das allerdings zieht, ob dann irgendwann die Elite Warteschlange vorbei ist, weil man dann als Sieger hervorgeht, das kann ich euch nicht sagen. Haken bei der ganzen Geschichte ist, schafft ihr es nach 3-4 Matches Top 5, einmal nicht in die Top 5, fliegt ihr sofort aus dieser Elite-Warteschlange raus und müsst von vorne anfangen. Wie gesagt, wie lange sich das dann zieht, kann ich euch allerdings nicht sagen. Genaueres werden wir aber nächste Woche Dienstag erfahren. Da gibt es nochmal Einzelheiten zum gesamten Event. Titel des Events wird übrigens sein Legendäre Jagd. Was kann man dort alles machen? Wir werden auf jeden Fall zeitlich begrenzte Herausforderungen haben. Wie genau die Herausforderungen aussehen, das wissen wir bis jetzt auch noch nicht. Genaueres dazu wird wahrscheinlich auch spätestens erst am Dienstag bekannt gegeben. Spätestens dann startet ja das Event. Ich könnte mir vorstellen, dass man so eine Herausforderung haben muss, wie schaffe es einmal in die Top 5 oder mache so und so viel Schaden mit einer Legende, so und so viel Kills und so weiter. Das ist zumindest das, was ich mir vorstellen könnte, was man alles machen muss. Oder zum Beispiel respawne ein Teammate und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das ungefähr so aussehen wird. Was man alles freischaltet bei diesen Herausforderungen, sind seltene, epische und legendäre Skins. Das höchste, was wir freischalten können, ist übrigens der legendäre Bloodhound-Skin, der sich Meister der Jagd nennt und den blende ich euch hier mal ein und der sieht absolut mega geil aus. Der hat so ein bisschen was von so einem Leopardenmuster teilweise. Sieht richtig, richtig geil aus. Dann gibt es am Folgewochenende quasi vom 7. bis 10. Juni nochmal ein Mini-Event in dem gesamten Event. Was wird es geben? Es gibt einmal doppelte Erfahrungspunkte auf den Battle Pass und auf den normalen Stufenaufstieg. Dann gibt es noch einmal das Mini-Event, was es schon mal gab. Ihr schafft es einmal pro Tag in die Top 5 und bekommt sofort einen Battle Pass Stufenaufstieg obendrauf. Das quasi 4-mal könnt ihr das machen, jeden Tag einmal. Es sind nochmal 4 Level obendrauf. Plus die doppelten Erfahrungspunkte kann man richtig schön auf die Kacke hauen. Was wird es noch geben? Für alle Battle Pass-Inhaber gibt es einmal einen kostenlosen legendären Skin für die 301. Muss ich jetzt mal ganz kurz schauen, wie der hieß. Ich habe es mir nämlich leider nicht gemerkt. Wo habe ich es? Geschätzte Beute heißt er für die 301. Ich blende euch die gesamte Geschichte hier mal ein. Und für Wraith gibt es ab Battle Pass Stufe 15 während des Events aber nur erreichbar. Sollte aber kein Problem sein. Nächtlicher Schrecken für Wraith. Dieser legendäre Skin sieht auch richtig, richtig stark aus. Wie ich finde, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Skins haltet. Finde ich richtig, richtig cool. Und dann wird es im Store, also im Ingame-Store, noch verschiedene legendäre Skins geben, die alle 3-4 Tage rotieren. Die könnt ihr euch dann quasi so noch kaufen. Ob das dieselben Skins sind, die man sich hier freischalten kann, das kann ich allerdings nicht sagen. Auch dazu werden wir am Dienstag mehr erfahren. Kommen wir nun zu einigen Informationen zur zweiten Season und dem dazugehörigen Battle Pass. Es soll auf jeden Fall schon mal so sein, dass es tägliche und wöchentliche Herausforderungen allgemein geben wird. Dann soll es so sein, dass man deutlich leichter Stufe 100 erreicht. Ich nehme mal an, dass man pro gespielte Runde oder allgemein vielleicht pro Kill einfach mehr Erfahrungspunkte bekommt, weil es gibt viele Casual Gamer, die es vielleicht nur ein, zwei Mal pro Woche zum Zocken schaffen, dann vielleicht nur für ein paar Stunden, haben Schwierigkeiten, die 100. Stufe zu erreichen. Ich muss sagen, ich zocke schon viel. Wer regelmäßig meine Streams und Videos verfolgt, der weiß, dass ich viel zocke und es noch nicht, also mir fehlt jetzt noch ein Level,
bis Stufe 100 Battle Pass. Und ich habe wirklich sehr viel Zeit investiert. Deswegen finde ich das für Casual Gamer echt geil, dass das vereinfacht wird. Wie das genau aussieht, werden wir dann sehen. Was gibt es noch? Es soll in dem Battle Pass jetzt so sein, dass es noch 3 legendäre Skins zusätzlich gibt, was ich sehr, sehr cool finde. Dann gibt es ja diese Tracker und irgendwelche Infocards, die man alle paar Level bekommen hat. Die sollen aus dem Battle Pass komplett rausgeflogen sein. Also zumindest soll es nur einen Info-Tracker geben, der sich dann weiterentwickelt. Ich nehme mal an, dass man dann zusätzliche Infos noch zusätzlich zu dem Tracker bekommt. Was genau ich damit meine, ist, dass man alle paar Level so einen Tracker bekommen hat und man hätte eigentlich einen schönen Skin dafür kriegen können. So soll es definitiv sein. Es gibt nur einen Tracker, der sich einfach nur weiterentwickelt, aber man soll mehr Skins im Laufe des Battle Passes bekommen. Dann soll es auch so sein, was ich sehr, sehr geil finde, aller 25 Stufen allgemein ein legendäres Objekt. Ab Stufe 1, 25, 50, 75 und 100 macht es nochmal lohnenswerter, das Spiel überhaupt weiter zu zocken oder den Battle Pass zu grinden, wie ich finde. Und was ich auch sehr, sehr cool finde, schafft man es bis Stufe 100, hat man insgesamt, also man bekommt aller paar Level dieses Crafting-Material, maximal 1200 davon. Und wenn man das erreicht hat, kann man sich schon mal kostenlos, in Anführungszeichen, für die erwirtschaftete Arbeit, möchte ich es einfach mal nennen, irgendein Skin seiner Wahl für eine Legende oder für eine Waffe so aussuchen, was ich auch sehr, sehr cool als Neuerung finde. Was gibt's noch Neues? Das war es an sich zu den Neuerungen, die allgemein jetzt bekannt sind. Und am 8. Juni soll es wohl, also ich nehme an, dass es auch von EA kommt, denn die Informationen sind direkt von der offiziellen EA-Seite, wie ich euch, wie gesagt, nochmal verlinke. Am 8. Juni gibt es einen Livestream von EA. Und da soll es nochmal mehr zu den Informationen, die ich euch jetzt schon gegeben habe, an Informationen über Season 2 und den Battle Pass geben. Es sollen noch viele, viele Neuerungen inhaltlich erwähnt werden. Und ich hoffe, und wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann wird es langsam echt eng für Apex, dass es da Informationen zu neuen Legenden geben wird. Also es soll ja schon feststehen, dass Watson die neue Legende ab Season 2 sein soll. Das ist sicherlich kein Geheimnis, aber es wäre schön, wenn langsam mal neue Waffen dazu kämen oder vielleicht optisch an der Karte mal ein bisschen gebastelt wird. Das ist zumindest meine Meinung. Ihr könnt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch von der zweiten Season und dem Battle Pass erhofft. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Lasst dem Video und den Informationen, die ich euch hier rausgehauen habe, gerne einen Daumen da. Wenn ihr neu seid, gerne ein Abo. Ich haue regelmäßig, wenn es neue Informationen gibt, ein Video dazu raus. Livestreams gibt es von mir immer mal in regelmäßigen Abständen. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Restfreitag, ein schönes Wochenende. Und für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, morgen, quasi am Samstag, gibt es ein XXL Apex Legends Livestream, so ab 14, 15 Uhr bis Open End, wieder mit meinem Stammteammate Halbsteif. Lasst euch einfach mal überraschen, was da auf euch zukommt. Macht euch noch einen schönen Freitag. Bis morgen, haut rein.